Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Pokémon Go. Neue Season, neues Glück. Rang 20 werden wir auf jeden Fall erreichen. Und wenn man vom Teufel spricht, wird auch ein Video vom lieben Schilling hochgeladen. Ich habe noch ein paar Kämpfe offen für den heutigen Tag. Um genau zu sein, 7, glaube ich. 35, ja, 6 Sets. Und das Set von gestern Abend, ganz genau. Und zwar spiele ich jetzt mit diesem Team, und zwar Panzer Eron, Noctara und Bolterus. Das Team, das hat mir mein Vater eben gezeigt, und die ersten drei Kämpfe mit dem Team waren ja schon ganz gut. Nach dem Abendessen gerade habe ich mich allerdings erstmal an Pokémon Unite dran gesetzt, die täglichen Aufgaben zu machen, und habe das gerade auch endlich geschafft, deswegen bin ich so gut gelaunt. Nach langem Kämpfen den Hyperrang in den Rangkämpfen in Pokémon Unite erreicht. Das ist auf jeden Fall sehr nice, das macht mich sehr glücklich, weil ich schon mehrfach einen Kampf davor war und dann immer wieder verloren habe, und jetzt gerade habe ich es endlich geschafft. Ja, jetzt habe ich da auch die Rangkämpfe für Season 3 abgeschlossen. Ach, was machen wir? Wir schillen den. Apokalyp kommen wir definitiv gut mit Noctara gegen an. Hier, selbst wenn er jetzt noch einen Bodyslam schafft, das wäre fein, ja. Wir schilden nicht und hinten an einen Brave Bird ready für whatever reinkommt. Ja, mal gucken. Ja, ist natürlich recht geil, Season 11, sag ich mal. Ich gehe direkt auf Brave Bird. Mit den ganzen verschiedenen Cups, und das ist, glaube ich, ziemlich geil, was ich so ein bisschen schade finde. Das ist halt, sobald du auf 20 bist, hast du irgendwie keinen Grund mehr wirklich zu spielen, sag ich mal. Ja, das wird interessant, das Match. Hast du halt keinen Grund mehr zu spielen, sag ich mal, einfach weil du halt alles erreicht hast. Der Pikachu kann nicht shiny sein, was ich sehr schade finde. Andererseits wollen die den natürlich auch selten behalten, sag ich mal. Da können sich dann ja jeder irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Accounts machen und sagen, so, ich mach einfach alle die Accounts auf, hast ja 3 Monate Zeit, auf 20, und irgendwann wird der Shiny schon kommen. Na, das ist natürlich schon kacke, aber das macht er schon ordentlich. Nee, also ich glaube schon, dass was wollte ich jetzt sagen? Dass das eine ganz geile Season wird. Also ich werde auf jeden Fall dann auch mal den maximalen Rang erreichen und auch mal eine PvP-Pose bekommen. Und ich kriege dann mal wieder Pikachu. Ich habe ja erst warum gehe ich jetzt nicht auf Zufall? Keine Ahnung. Ich habe ja erst keine. Und ein Pikachu. Ich meine, macht doch. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Keine Ahnung. Nee, Pikachu habe ich erst ein, genau. Ich wollte doch wechseln. Oh, schade. Naja, ist auch scheißegal. Meteorologe. Weshalb wir jetzt allerdings wechseln können, ist direkt. Naja, der reicht noch. Boah, das ist scheißegal eigentlich. Wir können. Das war ein Zauberschein. Naja, gut. Warum ist der schon. Achso, der hat ja schon Brave Bird abgekriegt. Deswegen ist das schon so low. Das ist ja easy win. Ich dachte, er wäre noch halb oder so. Entschuldigt das Licht. Es ist schon sehr spät. Es ist schon dunkel. Deswegen habe ich mein Licht an. Normalerweise ist das mal das Sonnenlicht. Aber ja. So, whatever das ist. Wir schilden jetzt hier einfach mal. Dann haben wir gewonnen. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Diese Season ganz entspannt. Wir haben keinen Druck. Ich spiele zwar jeden Tag mal das Set, bis ich das habe, aber. Ansonsten gibt es ja auch nicht wirklich was macht er jetzt? Gib doch einfach auf, du Idiot. Das war eh nur noch ein Pokémon. Ja, perfekt. Wunderbar. Wie stehen wir jetzt? Müsste 4:0 sein, oder? Das Team gefällt mir. Ist jetzt natürlich nicht optimal, das Team, und blablablub, aber ist scheißegal. Hubol 9-3. Wunderbar. Schön ist mit einem Turtok. Okay. Interessant. Turtok kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Da habe ich absolut keine Ahnung. Aber ich glaube,
Ich bleib hier mal drin, geh mal auf AI. Habe ich eingesetzt wohl schon? Bestimmt, ne? Und ein Mauzinga. Ach du Kacke, den habe ich verloren. Das ist ja, was ist der Pokémon? Also Mauzinga kenne ich ja noch vom Blondbart und Turtok kenne ich jetzt gar nicht so krank. Das Einzige, was ich weiß, Mauzinga kann Kampfattacken haben, dementsprechend nach Tara und Boldrus haben da überhaupt keine Chance gegen. Ich hoffe, jetzt mal lässt den auch noch durch. Nee, natürlich nicht. Ich versuche hier mal irgendwas abzufangen. Perfekt, ich kann auch nicht abfangen. Das lassen wir durch. Nahkampf. Perfekt. Nicht ganz perfekt. Eieiei. Ja, lassen wir auch durch. Weil das muss dann ja nochmal Nahkampf sein, actually. Um mich zu killen. Und nicht zu chillen. Kann ich jetzt wohl schilden und runterfarmen? Ich hoffe. Nochmal Nahkampf. Mal, er wechselt aus und ich gehe instant auf Brave Bird, sofern ich kann, ja. Ja, dann haben wir aber verloren, der ist over. Es sei denn, er lässt den jetzt durch und hat irgendwie noch ein Altaria oder so hin drin. Ne, perfekt. Vielleicht hätte ich doch auf die andere Dings gehen sollen. Weil Dark Farbe ist, der macht halt Big Damage und ja, das ist over. Ja. Schaut die mit E am Ende. Ich würde gerne wissen, was er hinten drin hat noch. Das ist ein Turtok Mauzinga, was das würde mich interessieren, was er da noch hinten drin hat. Naja. Schade. Mit E. Immerhin, wir kriegen nochmal hier Sonders. Das ist cool. Und ein Bautz. Okay. Ich habe da noch absolut keine Ahnung von, wie viel WP die so haben brauchen. Was ich weiß, ist, dass es ein Starter ist und das Starter mal scheiße zum Fangen sind. Und ich Starter generell nicht mag. Ey, guck das an! Komm, wir öffnen das Sahnabeere drauf und dann muss das Scheißding noch drin sein. Ich hab's eilig da, so Rang 7, wunderbar. 13 Ränge to go. Schade. Ja, so. Bevor wir jetzt weitermachen, zeige ich euch einmal was. Und zwar war ich gestern sehr erfolgreich. Ich habe hier, zeige ich euch, ich habe hier ein paar schöne Shinies ausgebrüht gestern. Shiny Pichu, das ist 98%. Shiny Togepi habe ich ausgebrütet. Endlich. Oh, ich greife mein Mikro um. Der ist auf jeden Fall sehr nice. Den wollte ich unbedingt wieder haben. Ich habe ja meinem Vater früher einen gegen einen Shiny Zickzacks gegeben. Also ich habe ihm den Zickzacks gegeben und er hat mir den Togepi gegeben. Nee, ich habe ihm das Togepi gegeben und er hat mir den Zickzacks gegeben, genau. Und dann wurde Zickzacks ja eben voll entwertet und dann war das absolut kein fairer Tausch. Und jetzt habe ich mein Togepi-Dings da endlich wieder. Und den habe ich getauscht. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Und er ist Brian, weil ich gerade einen Film geguckt habe, in dem Brian der Hauptcharakter war. Und das, der ist Freebird wegen so einem Lied, was ich dabei gehört habe. Nein, ist auch egal. Und ein Hando habe ich gestern auch noch gekriegt. Wollte ich auch zeigen, wenn wir jetzt schon dabei sind hier. Not rare, but Hando Teddy Ursa, der zweite, finde ich geil, weil Ursarin geil ist. Nein, wo haben wir ihn? Da. Teddy von 40. Finde ich sehr geil. Naja, wir machen weiter. Gleiche Team. Eins müsste ich jetzt nämlich noch offen haben, genau. Gleiches Team, gleiches Glück. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendeinen coolen Gegner, der Ex-Legende ist oder so. Finde ich cool.
Pepe 224456. Diese random Zahlen, ich check's nicht. Und ein absolut scheiß Lied. Mein Vater hat wohl nicht bedacht, dass es auch G-Fisks gibt. Das ist jetzt. Ach du Kacke. Ja, das ist over. Da können wir Jack drauf lassen. Wir bleiben natürlich drin. Wir. Okay. Okay. Gut. Lehmbrühe. Klar. Spiele ich auch immer. Also. Ja, gut. Das Spiel hat Lehmbrühe. Ich dachte gerade schon, das kann ja kein Steinhagel sein. Eigentlich. Das Angriff sein kommt versaut. Nein, nicht ganz, alles klar. Nein, okay. Aber Lehmbrühe hat schneller auf als Symbol brennt. Glaube ich. Aber er macht doch wirklich nur Lehmbrühe, ne? Idiot. Also in dem Sinne Idiot, weil er nicht dumm ist, sondern einfach, weil er hat schon wieder eine. Was soll das? Empoleon, ich gehe einfach instant. Ich gehe einfach instant Bravebird, come on. Lass es einfach durch. Lass es einfach durch. Und lass es um dein Gesicht zu klatschen, so flatsch, so bitte. Na, das macht gar nicht tot. Schade. Ich hätte irgendwie gehofft, dass das so reicht oder so. Jetzt pass auf, jetzt kommt ja auch wieder Lehmbrühe. Borschnabel auch schön. Schon mal was von Aqua Blitz gehört. Würde ich in dem Fall benutzen, aber. Das kann jeder so machen, wie er will, wa? Man kann auch hier chillen. Gut. Ich muss auch nur meinen Umbreon schilden, denn G-Fisk und Bolterus, die mögen sich ganz und gar nicht. Ich hoffe, er kommt jetzt hier mit seinem Golbat rein. Alles klar, alles klar. Das sieht scheiße aus. Ja. Die Schilde bewahren uns definitiv für Bestie doch auf. Oh, Giftzahn. Was natürlich King-Klasse wäre, wenn wir jetzt den Schild kriegen. Das wäre absolut. Jo. Weil dann hätten wir definitiv gewonnen. Weil dann könnten wir einfach den Dings runterfarmen. Schilden, pipapo. Ne, natürlich nicht. Wir könnten noch irgendwas versuchen abzufangen, oder? Wir kriegen das mit der Attacke raus. Kriegen wir jetzt ein Schild? Wäre sehr geil. Wäre sehr geil. Definitiv. Schauen wir mal was da. Und da ist das Schild wunderbar. Ihr könnt jetzt runterfahren, ist mir aber scheißegal. Ja. Ah, ich habe versucht abzufangen. Noch, aber nachher ist es egal. Der Lehmbrühen Johnny. Das macht halt so schön. Schaden, ne? Schön hier nochmal die Lehmbrühe. Ich finde das so geil, Lehmbrühe. Das muss man sich mal vorstellen. Reicht die Leute? Nein, er kann jetzt runterfahren. Und da ist auch die provisorische Angriffssenkung. Aber der ist trotzdem, glaube ich, over. Wegen der Angriffssenkung. Ich hoffe, jetzt kriege ich die nicht, bitte nicht. Das ist schon mal gut. Wie hoch ist die Prozent Chance für Angriffssenkung? Weiß das wer? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht so hoch. Weil Golbat lebt auch noch. Reicht das? Wundervoll. Warum macht er? Reicht das echt? Echt? Ist die Verteidigung echt? Hätte ich niemals gedacht, dass das reicht. Aber gut. Ey, Giftzahn macht so leckeren Nix-Schaden. Ne? Und da ist der Timer fast abgelaufen. Schönes Spiel. Panzer-Iron. Guck mal, wir besiegen sogar G-Fisks hier. Aber mit Lehmbrühe, das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Mit Lehmbrühe. Jenny Kababibil, was weiß ich. Sehr komplizierter Name. Der Flundschnitt, der für Panzer Iron sogar noch schlechter ist. Jetzt pass auf, jetzt kommt auch wieder Lehmbrühe. Das habe ich ja wirklich.
Also das ist also wirklich mit Lehmbrühe. Also bei Sumpex mit Lehmbrühe kann ich ja noch ein bisschen mehr verstehen, aber Jeefest mit Lehmbrühe. Und es ist auch. Was? So schnell der Ladungsstoß? Scheibenkleister. Scheibenkleister, sag ich da nur. Und ich krieg nicht mal alle Bubbles getroffen. Hab das sauber. Warum setzt der ein? Check ich nicht. Jetzt ein Schild wäre geil, weil er denkt, das ist Psychokinese. Wäre geil. Definitiv wäre das geil. Und. Nein, er geht all in. Ja, jetzt ist der Lachs eh over. Das Team ist nicht optimal. Definitiv lange noch nicht optimal. Aber wir spielen trotzdem einmal mit weiter. Und der Erich noch einen Move hätten. Nein, tut er nicht. Ja, ist ja perfekt. Aber jetzt kommt die. Ich schilde hier Gear auf Brave Bird und wenn er den schildet, dann können wir eh rausgehen. Das macht ja gar nichts. Perfekt. Er hat mit zwei Stellen gewonnen, gönne ich ihm. Jetzt mal irgendwas, was nicht flunschnick ist im Lied, bitte. Uranium 238i. G3 mit Waxolino. Und der provisorische 4. Da sehe ich ihn doch am liebsten. Oh, das sieht so schön aus. Guckt es euch an. Diese Schönheit von Katapult, die einfach Fiaro zerstört. Ich kann mich aber ganz gemütlich zurücknehmen. Das ist tatsächlich die einzige Schwäche meines Favoritenteams, Fiaro. Echner Teutropius Meditalis. Hat ne, und er gibt auch perfekt. Hat eine ganz, ganz große Fiaro-Schwäche. Also mit Dings geht's noch mit. Wie heißt er denn? Echner toll. Aber er ist halt hinten zweimal schwach gegen, ne? Es sei denn, du hast halt Schilde und die hat man ja meistens nicht mehr. Dementsprechend freue ich mich immer, wenn ich Boltrus mache. Wunderbarer Lied. Wunderbar! Oh. Azumarill, ja, da gehe ich hier rein. Jetzt muss ich mal mitzählen müssen in dem Fall. Wegen Pumpe von Hydro, weil meiner ist nicht Level 50. Ja, schöner Schild. Schöner Schild. Ich hoffe, er lässt den jetzt durch. Was nun sprach Zeus? Fragt Zeus, sagt Zeus, keine Ahnung. War Levi wohl an? Ich hoffe. Jetzt pokern natürlich. Aber jetzt ist die Frage, erreiche ich noch eine Steinkarte? Müsste, oder? Meine Kalkulation stimmt, oh, meine Kalkulation stimmt, sehr wohl, perfekt, wunderbar. Bitte Schild, bitte Schild. Aber. Das ist doof. Hätte vielleicht Two-Shield gehen sollen. Weil jetzt kommt alles andere rein, aber no, das reicht noch. Bitte lass es ein. Der ist es Knuddler. Was schild ich den denn? Ich dachte, das ist Eisstrahl. Ich dachte. Und ein Bastion und der Lachs ist over. Ja.
Schön abgefangen, aber gegen Basidon kann ich nichts machen. Er geht auch auf Flammenwurf, perfekt, und jetzt kommt jetzt rein. Ja, was soll ich halt machen, ne? Ich bräuchte 3 Brave Birds, glaube ich, für Bestie. Und hier reichen. Wenn ich den Schild grünen würde, wäre gut. Vielleicht denkt er, es ist Psychokinese oder so. Das wäre sehr geil. Das wäre sehr geil. Und er denkt es nicht. Schade. Gedachter Versuch, was. Jetzt komm, jetzt kriegen wir den Schild, oder? Komm schon. Come on, come on, come on, Bibi. Schild. Ja, warum schildet der nicht? Hat er Lack gesoffen oder so? Hi, Opal. Jetzt ist eh over. Man braucht halt auf Bestie nicht mal zu schilden, ne? Das ist das Lächerlichste da dran. Ja, schade. Das ist over. Er schildert, ja gut. Man kann auf Brave Bird gehen, aber. Das reicht halt nicht. Ich war jetzt doch 3 Stück oder so. Naja, GG. Schönes Team. Naja. So, es sind noch. Ein Match. Vielleicht kriegen wir noch ein 3-2. Wäre sehr nett. Aber. Diese Season eh alles egal. Das finde ich mal auch schön. Weißt du, man kann einfach sagen. Ich mach mal einen Kampf und es ist egal, ob du gewinnst oder verlierst. Der wird jetzt definitiv keine Lehmbrühe mehr haben. Und dann richtige Attacken. So. Und wenn da jetzt nicht Doppel-Charm hinten drin ist, dann sieht das ziemlich kacke aus. Ich kriege mal einen Move durch, ne? Das wird ja auch nicht zu verachten. Ich bleibe hier definitiv drin, weil weiß ich auch nicht. Komm schon. Ja, ich hoffe mal, er schildert jetzt nicht. Kann ich da doppelt schilden oder so? Ich weiß es nicht. Ne, das kann ich definitiv nicht runterfahren. Ich lasse nochmal einen durch. Jetzt musst du kurz was gucken hier an der Seite. Jetzt bin ich auch wieder hier komplett fokussiert auf den Kampf. Komm schon. Ah, schade. Ich will gerne wenigstens versuchen, den Lead zu kriegen gegen G-Fisk. G-Fisk ist echt oberste Kaki. Schildet, wir kriegen ein Schild. Ist das nicht cool? Okay, jetzt lass mal durch. Der Schild war nice. Das gefällt mir sehr gut. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, kriegen wir auch noch seinen zweiten Schild? Nein, okay. Das? Die Defense Deoxys. Das ist gar nicht mal so kacke. Wir kriegen ja Schilde. Wenn wir selbst auch einmal schilden. Das wäre geil, wenn er Dings gehen würde. Psycho Boost, aber warum sollte er das tun? What? Warum geht er Psycho? Und Pilipar, wunderbar. Pilipar kommt halt nur fucking schon zum Moves, ne? Das ist das Ding. Ich frag mal so.
Hat er nur Psy-Schub? Glaube ich nicht. Aber warum sollte er Psy-Schub gehen? Dings würde viel mehr machen, Stein-Dings. Nicht viel, aber ein bisschen. Das Game wird close, das sage ich euch. Das wird sehr, sehr close. Das wird sehr, 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 sehr close. Die Frage ist, welchen Move er noch hat. Wenn er überhaupt einen anderen hat, was jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt gerade hier, also jetzt, nicht aussieht. Weil er schwächt sich absichtlich ab. Er schwächt sich ab. Sein Angriff, seine Konter, seinen Main-Schaden, den schwächt er ab. Und der... Wahrscheinlich nochmal einer sein. Ganz lukrativ. Jetzt kommt er mit Steinlage, will er mich verarschen? Ja, er kann top bleiben. Gut. 3 zu 2, perfekt, wunderbar. Traumhaft, jetzt habe ich hier mein Mikro schon wieder fast. Ich bin wirklich Profi. Und wir kriegen ein. Jetzt müsste. Baut schon wieder. Gut. Schade. Doch, jetzt kommt was Cooles. Nein, baut. Gut. Nicht, dass Baut nicht cool ist. Nein, eigentlich schon. Und steigen wir noch auf 8 auf. Jawohl! Wunderschön. Und jetzt müssten wir die maximale Anzahl an Kämpfen vor der erreicht. Haben wir jetzt noch einen lilanen? Den kriege ich aber wieder nur mein Vater. Naja, damit soll es für heute gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Erfolg in der neuen Season. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Profi hier.